Put your face in it, Scotty! Come on! Come on, man! Angefeuert von Huey Oban, dem Betreuer der US-Amerikaner. Scott McCartney aus dem US-Bundesstaat Washington. Hochintelligenter junger Mann. Studierter Diplom. Betriebswirt. Wird immer besser in dieser Saison nach seiner Hüftverletzung im Mai. Gestern stark gefahren, dann ausgeschieden. Hier im Bereich von Kutscher. Guter Gleiter, traditionell McCartney. Im Lerchenschuss, ein bisschen weiter von der Linienführung, von der Linienwahl her, als der Kanadier zuvor, McCartney, unterwegs gewesen. Auch nicht ganz so schnell wie der Kanadier zuvor. Versucht ganz feinfühlig den Ski da umzulegen. Aber hat zu viel Zeit im Lerchenschuss liegen gelassen. Die optischen Eindrücke haben dann nicht getäuscht. Auch hier etwas tiefer. Durchgeschüttelt, Oberkörper, puckt dann noch einmal auf die Oberschenkel drauf. Was für eine Geschwindigkeit, 141! Um Himmels Willen! Um Himmels Willen, McCartney! Er hat das Geburtstag, lieber singen, heute hat er Geburtstag. Das McCartney, 90. Da stoppt er jetzt sofort, ausgerufen natürlich. Er liegt hier im Zielraum. Der Helm kommt noch nach. Und sofort. Oh, das sind fürchterliche Bilder, meine Damen und Herren. Das sind fürchterliche Bilder, die wir nicht sehen wollen. Ich hoffe nicht, dass es die Organisatoren hier übertrieben haben. Um Gottes Willen. Die Bergleitung kommt bereits herunter, die sind dort oben postiert. Scott McCartney. Es war ein grauenvoller Schluss. Benjamin Reich oben, Startstopp natürlich. Der dann als nächster kommen will. Aber es war furchtbar. Es war schrecklich. Fritz Strobel, den wir im Zielraum sehen, auch er hält hier den Atem an. Schauen Sie in das Gesicht von Fritz Strobel. Er hält den Streckenrekord. Der weiß natürlich genau, was der ehemalige Kollege, sind ja noch vor ein paar Monaten zusammen gefahren, Strobel und McCartney hier erlitten hat. Das ist unglaublich. Es sind ganz fürchterliche Bilder, die wir hier sehen. Dass der Sprung geht, weit geht, das war klar. Das wusste jeder. Aber er verdreht sich im Oberkörper. Er hat überhaupt keine Chance mehr zu korrigieren. Er springt etwa 70, 80 Meter mit einer Geschwindigkeit angefahren von 140 km/h, meine Damen und Herren. Und dann schlägt es ihn auf diese beinhart präparierte Piste. Schauen Sie, wie es ihn den Helm wegreißt da vom Kopf. Es ist grausam.